Herzlich willkommen zur neuen Donkey Country Tropical Freeze Folge. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt schon hier starte, weil vielleicht sterbe ich ja, aber wahrscheinlich schneide ich es nicht rein, wenn ich sterbe. Ich hole mir noch ganz das letzte Puzzleteil, was ich noch nicht habe. Weißt du, wo ich ja im letzten Part gesagt habe, dass ich es in diesem Part mache, und wir sehen uns dann beim Puzzleteil. Und das war dumm. Egal, ich würde sagen, alle anderen Tode schneide ich jetzt raus. Nicht, dass der Part wieder so lang wird. Und hier unten ist es drin. Ne? Ja, ne? Hole ich mir das halt geschwind. Hab sogar relativ schnell geschafft. Und ja, ich würde sagen, der ist auch schon das Puzzleteil und ja, ne? Ab ins nächste Level. BZW, ich kann, glaube ich, muss, glaube ich, noch den normalen Ausgang betätigen. Oder ich habe, glaube ich, nur den Secret Exit gemacht, genau. Und die Passage hier oben haben wir ja gar nicht gesehen. Deshalb zeige ich dir auch noch, euch auch noch ganz kurz. Genau, weil den Ausgang hier habe ich nämlich nicht gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ich schalte mal durch ein anderes Level frei, weil ich habe, wenn ich nur den Secret Exit gemacht habe. Ja. Haben wir dann noch endlich ja alles. Und ja, genau, weil so schaltet man das normale Level frei. Also man muss das machen. Luftschlossromantik. Genau, bevor wir das mit Luftschlossromantik machen, gehen wir erstmal in Funkys Krimskramskiste. Na, was hast du denn? Ja, hat eigentlich nichts Besonderes. Warte, was bringt es? Einmal kannst du gegen knallen, es gibt keine Mäule. Ich kaufe einfach mal Just for Fun von allem ein. Kann ja nicht schaden. Also nicht, dass ich vermute mal kaum, dass ich jetzt einsetzen wird. Aber ich glaube, ich davon schon eins habe. Einfach mal, damit ich so gesehen alles habe. Was kann der? Achso. Aber leider nicht immer. Ne, die brauche ich ja nicht. Okay. Ja, haben einfach mal ein bisschen was gekauft. Ich kann damit ins Inventar gucken. Genau, da haben wir dann auch von allem eins, beziehungsweise vom Dixie-Ding sogar zwei. Ja. Diese Polarpfeifen sind üble Typen. Genau. Deshalb möchte ich sie auch fertig machen. Wir gehen aber erstmal in zwei Emmentaler Stollen. Und ich glaube, das ist ein Raketenlevel. Aber das erfahren wir ja jetzt. Also, ich muss einfach sagen, das Spiel sieht so unglaublich schön aus. Die sehen aus, als ob ich da... Nope. Okay. Nee, die sehen echt aus, als ob ich da was machen könnte. Oder der hier vielleicht? Man kann ja nicht mehr pusten, wie man es mal konnte. Und hier ist doch überall nichts. Okay. Wollen wir mal schauen. Nee. Das sieht sehr nach einem Raketenlevel aus, weil sonst wäre bisher schon irgendwas gekommen. Hier mal ganz... Also ihr könnt mich jetzt sehen, das ist so ein langer Weg und da gibt's nichts. Wenn es auf dem Weg mal nichts gegeben hat, ne? So, ich... Ja, natürlich. Ach, natürlich habe ich den jetzt verloren. Ich wette, hätte ich gebraucht. Könnte auch sein, dass es einfach so ein entspanntes Level ist, aber... Also... Aus dem Grund, dass so bisher so, ich sag mal, ruhig ist, glaube ich halt, dass noch irgendwas kommen wird, weil Donkey Kong ist selten so ruhig, wollte er sagen, und starb. Okay. Also wie gesagt, das ist etwas zu ruhig. Oh, perfekt. Genau, auf dich bauen sich. Über dich springe ich drüber. Zack, das Puzzleteil habe ich ja schon. Ne, man weiß ja nicht, behalt's lieber mal. Ah, nee, das ist, glaube ich... Nee, ich glaube, ich brauche es fast... Ja, jetzt kann ich es fast sowieso nicht so gut wie gar nicht mehr benutzen. Und da muss ich... Wie soll ich da drauf?
Ich komme da noch gar nicht oben ran. Okay, also scheinbar komme ich an die ran, aber ich komme da doch niemals. Ja, so als ob das so knapp bemessen ist. Nee, das ist, glaube ich, nur fürs Kong-Ding. Also hätte man auch anders hier raufkommen können. Interessant. Okay. Ich glaube, das ist doch nicht das Raketenlevel. Es gibt auch noch ein Raketenlevel mit Käse. Wie ich weiß. So. Oh Gott. Das sah gerade fast gar nicht gut aus. Okay. Hätte ich. Ja, wäre ich jetzt in die Ebene gesprungen, dann wäre es vorbei. So, ich entschuldige mich übrigens, dass schon lange kein Donkey Kong mehr kam. Aber ja, irgendwie hatte ich nicht die Zeit. Habe ich nicht die Zeit gefunden. Ja, als ob man es jetzt hier braucht. Ach, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie hätte man es denn bis hierhin tragen können? Falls man es mal irgendwer erklären kann. Hätte man nie und nimmer bis hierhin tragen können. Na, das kannst du mir nicht erzählen. Ey, du nervst aber auch. Ah, muss man auch nicht. Denn es gibt ja den lieben hier. Okay, wenn ich so springe, soll ich schaffen. Und da gibt es ein Puzzleteil. Ey, na, sieh mal an, ne? Okay. Hier gibt es vermutlich irgendwo auch ein Puzzleteil. Ah, ja, ich weiß schon. Hier muss man vermutlich auch alle einsammeln. Nein. Wieso ich mich extra... Also ich schieße mich... Ich wollte mich nicht auf den Weg hinschießen, genau. Weil ich dann Angst hatte, dass ich runterfalle, aber... Perfekt, haben wir alles. Was passiert jetzt? Okay. Aber bisher schon 4 Puzzleteile, das ist doch gut und... Ja, natürlich kracht es ein. Oh Gott, das ist mal gar nicht gut. Nein, ich krieg dich. Ah, schade. Naja, zumindest hat es wieder ausgeglichen. Oh, ich wollte euch auf den drauf bouncen. Okay, also man sieht welche... Die werden ja eingezogen. Welche gut und welche nicht mehr gut sind. Was mir durchaus einfacher und angenehmer macht. Hier oben noch irgendwas? Ah, nein. Schade. Ich schieß mich da unten hin. Okay. Das ist ziemlich verwirrend aufgebaut. Ich glaube, ich muss mich gegen die Wand schießen, um dann... Ich dachte, das ist eine richtige Wand und ich prall ab und komme dann unten in die Dinge rein und die schießt mich dann irgendwo hin. Aber nein, natürlich nicht. So. Dann würde ich sagen... Ja, muss ich glaube ich jetzt gar nicht cutten. Denn das sollte schnell erledigt sein und auf dich habe ich gar keinen Bock. So. Okay, ich gebe mein Bestes, ne? Ich schieße mich nach unten, schieße dann nach hinten. Vermutlich muss ich mich doch richtig timen. Ich weiß halt nicht. Hier könnte so sicher irgendwas versteckt sein. Also, ja, oben wären mehr Bananen. Aber man kann nicht... Okay, man hätte aber nicht erwarten können, dass da irgendwas ist. Gell? Das wäre... Fiese hätte man erwartet, dass... Ich weiß, dass da etwas ist. Okay. Übrigens, es schadet nie, wenn man die... Fässer mitnimmt. So lange wie möglich. Es kann nicht schaden. Also solange die Fässer... Ja, wie gesagt, einfach so lange wie möglich mitnehmen. Es kann nicht schaden. Na, wenn ich jetzt 2 von den Missionen habe, wo ich alle Bananen einheimsen muss. Hä? Perfekt. Okay. Ich krieg... Achso.
Ich kann ja auch lenken, ne? Sollte ich beachten. Habe ich natürlich komplett vergessen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, gar nicht gut. Nein, oben ist nichts. Ach nee. Oh, lol. Also man muss sagen, das war schon ganz fies getrickst. Oh nee. Also das war jetzt schon ganz fies getrickst von mir. So. Ja, da kann ich schlecht irgendwas machen. Hallo? Hä? Yep, ich glaube, ich habe etwas verpasst. Ach. Na, dann wollen wir nochmal nachschauen, wo das verbleibende Puzzleteil ist. Also geht's natürlich nicht weiter. Und ja. Schalte ich das nächste Level frei. Vielleicht mache ich das jetzt nächste 2B Handkäse mit Ratz. Mit Ratzfatz. Okay, ja, ich glaube, wir machen 2 und 2B als erstes. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn ich das Puzzleteil habe. Ja, das hier ist übelst fies. Man kann sowas halt nicht wissen, ist das Problem. So. Wo hätte man das wissen sollen, dass man oben lang muss? Das ist. Ach, das finde ich ein bisschen schade an Donkey Kong. Also man kann teilweise in einem Lauf gar nicht alles schaffen. Weil man Sachen wissen muss, die man nicht wissen kann. Also wenn man. Keine Ahnung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kriegst nur auf einer das, was du willst. Finde ich ein bisschen, naja. Ne? Man kann es halt nicht wissen, von daher. Vielleicht ein bisschen unfair, aber gut. Und ja, kann sein, dass der Part heute ein bisschen länger wird. Vermutlich kommt der Part genau dann, wenn auch der Paladins-Part rauskommt am selben Tag. Von daher, heute kam Paladins. Könnt ihr euch gerne anschauen. Oder heute kommt noch Paladins, meine ich. Weil das Video Donkey Kong kommt ja früher. Von daher, ja, ne? Heute kommt noch Paladins und so. Ja, ich könnte hier ja wieder cheaten. Es war vorhin schon echt ein bisschen gecheatet. Muss man sagen. So. Und hier darf ich jetzt eigentlich. Muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ist perfekt. Seht ihr, ich muss einfach gar nichts machen. Ganz viele Bananen, ich muss gar nichts machen. Ich könnte es natürlich machen, aber muss halt nichts. Oh ja, wenn man X und Y drückt, dann geht es deutlich schneller. Also ich hätte, glaube ich, 20 schaffen können, wenn ich einfach X und Y ganz schnell drücke. Ja, wir haben das. Das heißt, für uns geht's ab in 2B. Und da sind wir. Ist ja irgendwas mit Ratzfatz. Handkäse mit Ratzfatz. Ich muss sagen, ich habe eigentlich schon richtig Lust auf das Raketenlevel, was ja dann demnächst kommt. Der Raum ist meines Erachtens ziemlich leicht. Tja, ich hätte ihn in 10 Sekunden schaffen können, aber ich wollte es nicht riskieren. Dafür riskiere ich es jetzt umso mehr. So. Jo. Hier gibt es auch nichts. Ah, es sieht aber cool aus hier. Oh, das ist ein Raketenlevel. Leute, das erste Raketenlevel. Die Melodien Raketenlevel ist immer so geil. Ah, das ist das, was ich meinte, ja. Vermutlich, genau. Ich töte mich mal. Man hat hier 2 Leben. Das ist so okay. So overpowered.
Ich habe dieses komische Ding, was mir zwei Leben gibt, ja nicht aktiviert. Von daher. Overpowered. Jetzt habe ich aber nur ein Leben. Nein, Ding hat trotzdem zwei Leben. Okay. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, Minecart-Level und Raketen-Level sind mit Abstand die coolsten Level, die es gibt. So, ich muss die ganze Zeit A hämmern. Ich darf es nicht gedrückt halten. Weil würde ich es gedrückt halten, dann würde ich viel zu steil aufsteigen. Und ja, das Level, wo mich dann so ein riesiger Emmentaler folgt. Achtung, Spoiler. Ja, ihr seht, ich muss mich absichtlich töten, weil wäre jetzt bald ein Checkpoint gekommen. Hätte ich keine Chance, das Ding nochmal zu kriegen. Und ja, ich würde sagen, vielleicht cutte ich dann auch gleich mal ein bisschen. Ärger nur, wenn man gedrückt hält, passiert auch nichts. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie cool diese Level alle sind. In dem Level gibt es ja, ja genau, 5 Puzzleteile. Boah. Ja, im Vorgänger wäre ich jetzt schon down. Aber vielleicht ist es hier auch ein bisschen hektischer gleich. Ja, das Level ist, soweit ich weiß, bisschen chaotisch. Oh. Ja, alles klar. Na, ich habe dich alle bekommen. Ich stürze in den Abgrund, weil dafür gäbe es. Zu 100% gäbe es dafür ein Puzzleteil. Ich weiß doch, was die Spieleentwickler denken, ne? So, übrigens, Entschuldigung, wenn man das Klicken von meinem Controller schon wieder verpasst. Entschuldigung, wenn man das Klicken von meinem Controller hört. Ja, aber das ist ja sowieso in allen der letzten Videos auch schon so, seit mir der E-Mail seinen Pro-Controller geliehen hat. Ey, das ist so schwer. Muss ich mich die ganze Zeit töten? Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich, wenn ich das habe. Okay, ich muss nicht mal schneiden. Alter, was ist bei euch falsch? Das Spiel ist so cool. Und ich darf cool abstürzen. Oh, genau, dann, ja, seht ihr. Da wäre ein Checkpoint und dann hätte ich gespeichert und das heißt, ich hätte das Puzzleteil nicht mehr bekommen können. Das ist blöde an Checkpoints in Raketenleveln. Oder in Minecraft-Leveln. Weil da gibt es halt keinen zurück. Aber die Melodie. Typisches Raketenlevel-Theme. Und das muss ich nämlich auch nochmal holen. Das Problem. Und jetzt hier darf ich nicht zu steil drüber. Genau. Das heißt, bis hierhin habe ich jetzt tatsächlich alles. Oh nein, das ist mit dem Käse. Der ist etwas groß, der Käse. Also die Entwickler, ja, ne? Was die sich gedacht haben, wird wohl nie jemand herausfinden. Aber die Level sind verrückt, aber ich muss sagen, das gefällt mir. Wirklich, Donkey Kong und verrückte Level passt einfach. Also, ja, natürlich passt's. Aber ist einfach, krank, das ist so cool. Also, ich meine, wer kommt da auf die Idee, dass du vom riesigen Babybell oder generell riesigen Käseklumpen abhauen darfst, indem du als Affe auf einer Rakete bist? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Ich muss sagen, ich lasse mich aber auch die ganze Zeit von diesen blöden Käse-Dingern austricksen. Oh Gott, du spinnst doch, Spiel. Oh Gott. Alles klar, ein riesiger Käseklumpen. Ich habe schon verstanden. Oh Gott, sieht der Hintergrund schön aus. Na, geht hier der Saft aus. Boah, sieht der Hintergrund schön aus. Na, genau. Nicht mit mir, würde ich sagen. Und ich habe alles. Zu friedlich. Ah, 15, schade. Ah, das Spiel ist so schön. Also, wie gesagt, könnt gerne das Spiel, könnt gerne den Kanal und hier auch meinen Donkey Kong Country Tropical Freeze Let's Play euren Freunden, was weiß ich, was zeigen. Dieses Spiel ist wunderschön, nur leider ist es halt jetzt nicht so ein Spiel, was jetzt so viele sehen wollen. Aber ja. Oh, da könnte man gleich schon so weit hoch. Deshalb würde mich freuen, wenn ihr das trotzdem euren Freunden oder was weiß ich was zeigt. Denn ja, könnt auch anderen sagen, keine Ahnung, die sowieso schon meinen Kanal kennen oder so.
dass sie vielleicht sich auch das Let's Play mal anschauen sollen, weil das Spiel hat's verdient. Und ja, im nächsten Part machen wir dann 2.5 Luftschlossromantik. Und dann würde ich sagen, können wir mal Statistik mal nachschauen. Haben hier tatsächlich alles. Bis dato. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Heute kommt noch Berlin. Und ja, ciao.